No hát, és akkor eljött a pillanat, szeretném a színpadra szólítani, tőletek pedig egy nagy tapsot szeretnék kérni a színpadon, Dirk Rossmann. Mostantól akkor németül fog zajlani az interjú, úgyhogy ha szeretnétek hallgatni, akkor ott vannak a tolmácsfülesek, és ha minden igaz, akkor az egyes csatorna a német nyelv. Ha valaki mondjuk szebb németet szeretne hallani, nem tudom, hogy a tolmács nyelven, vagy hogy beszél, de akkor az egyes a német, és a kettes pedig a magyar csatorna. So, es freut mich sehr, dass wir sprechen. Und ich habe vorhin schon gesagt, ich weiß nicht, ob Sie es gehört haben, aber ich habe zwei Kinder, ich arbeite auch sehr viel. Und deswegen weiß ich, dass Zeit das Wertvollste im Leben ist, glaube ich. Auch wenn man das hat und auch wenn man das gibt. Und deswegen freuen wir uns und bedanke ich mich wirklich sehr, dass Sie Zeit genommen haben für uns. Und nochmal einen Applaus, dass er da ist. Wer kriegt die meiste Zeit von Ihnen oder wer hat die meiste Zeit bekommen von Ihnen im Leben? Also die meiste Zeit natürlich meine Familie, ja. Meine Frau, meine beiden Söhne und auch die Freunde, weil mit anderen Menschen zusammenzuleben ist ein ganz anderes Leben, als wenn man ja sehr viel für sich alleine ist. Und das war ich, als ich jung war, da habe ich ganz viel gelesen, hatte ich wenig Freunde. Aber das seit vielen Jahren erlebe ich, dass die Kraft und die Freude, die ich habe, dadurch, dass ich einfach Teil einer Gemeinschaft bin und manchmal fühle ich mich wie so ein Schaf, das Teil einer Herde ist. Das gibt mir unendlich viel Geborgenheit. Ja. Sie sind sehr glücklich. Vorhin haben Sie auch, wir haben schon kurz draußen gesprochen und Sie haben gesagt, dass Lachen sehr wichtig für Ihnen ist. Und wir haben da zusammen gesprochen und Sie haben auch gemeint, dass der Herr Ballock sehr viel lacht. Warum ist Lachen so wichtig für Sie? Und woher kriegen Sie diese Lebenslust? Das ist die wichtige Frage, glaube ich. Ja, die Lebenslust natürlich durch die Liebe und die Wärme der Menschen, die mich umgeben. Aber es war, als ich dieses Buch schrieb im Jahre 20, war das für mich eine furchtbare Zeit. Ich hatte eine schwere Magenschleimhautentzündung und ich habe 8 Monate immer an diese wirklich bedrohliche, ernste Situation gedacht. Und das hat mich richtig fertig gemacht, weil ich muss auch wirklich lachen und ich brauche das Lachen, um zu leben und ich brauche die Hoffnung, um zu leben. Und dann war ich froh, als das Buch endlich fertig war. Ich bin froh, dass ich es geschrieben habe, aber ich habe ja auch das neue Buch zusammen mit meinem Freund Ralf Hoppe geschrieben, weil also diese Last, ständig über diese schreckliche Bedrohung nachzudenken, sie ständig zu empfinden, das hält man nicht aus und bin ein Mensch, ich muss albern sein können, ich muss verrückt sein können, ich muss Sport machen mit Freunden, ich muss, in Deutschland gibt es so ein Kartenspiel, das heißt Skat, ich muss Skat spielen können. Ich brauche das alles. Das heißt aber nicht, dass ich die Bedrohung verdränge oder dass ich oberflächlich bin oder nicht sensibel bin für die Bedrohung. Aber wir Menschen sind, glaube ich, jetzt nicht dazu so, wir machen ja dadurch nichts besser, dass wir einen ganzen Tag schlechte Laune haben und Angst haben, sondern es ist wichtig, dass wir bewusst leben. Es war ja eben sehr, sehr beeindruckend für mich zu hören, wie Menschen heute auch in Ungarn, in Deutschland, also was Menschen, wie Menschen ihr Leben umstellen, um irgendwo der Bedrohung zu begegnen. Aber Lachen gehört auch zum Leben mit dazu. Ich möchte nicht darauf verzichten. Ich habe Ihre Biografie gelesen und da hat Ihr Freund, ein Freund von Ihnen gesagt, dass er keinen Menschen kennt, der freier ist als Sie. Und, oh Gott. Warum war die Freiheit so wichtig für Sie? Und schon als Kind haben Sie in Ihrem Buch geschrieben, dass schon als Kind war Freiheit für Sie sehr, sehr wichtig. Ja, weil ich immer schon gelernt habe. Also ich bin ja 1946 geboren. Deutschland hat unglaublich viel Schuld auf sich geladen, praktisch meine Elterngeneration. Und es war eine bedrückende Situation in Deutschland der 50er Jahre. Also die Menschen haben sich entweder geschämt oder sie waren verzweifelt oder sie waren voller Wut oder sie haben sich nur als Opfer gesehen, statt sich als Täter zu sehen. Und in dieser Gemengelage von fehlender Lebensfreude, fehlender Leichtigkeit,
habe ich mir natürlich auch schon als Kind überlegt, wie, was ist richtiges Leben oder wie kann ich ein Leben führen, wo ich Freude empfinde. Und wenn ich heute die Kinder sehe, die Sesamstraße sehen, wieso, weshalb, warum, wer nicht fragt, bleibt dumm, diese Freiheit. Ja, das ist doch ein ganz anderes Leben als das Leben, damals meine Eltern gelebt haben in materieller Not. Also ihre Frage, warum ich frei bin, ja natürlich auch deshalb, weil ich natürlich, weil ich Freunde habe, weil ich das Gefühl habe, dass mich Menschen gern mögen und weil ich auch finanziell wirklich gesichert bin. Und das sind natürlich viele, dann bin ich gesund. Gesundheit ist auch wichtig. Ich mache mit 75 immer noch intensiv Sport. Also wenn ich jetzt mit 75 nicht zufrieden bin, ja wann dann, bitteschön, ja. Sie waren immer schon sehr neugierig und es hat mich einfach fasziniert, dass ich Ihr Buch gelesen habe. Wie gesagt, nicht das, darüber reden wir gleich, sondern einfach die Biografie, und ich wollte Ihr Leben verstehen und Ihre Motivation einfach zum Leben. Und mich hat es auch fasziniert, dass Sie schon mit 10 Jahren so einen Bezug zum Geld hatten, dass Sie gesagt haben, Ihre Eltern haben ja viel gestritten, haben Sie in dem Buch geschrieben, und hat Sie das so geprägt, dass Sie diesen Streit gesehen haben auch und gesagt haben, ich möchte einfach frei sein, und deswegen sind Sie erfolgreich geworden. Was meinen Sie? Das interessiert mich als Mensch. Also ich glaube, zumindest die Älteren hier im Raum, die werden sich auch noch erinnern können an schlechtere Zeiten. Also ich kann mich erinnern, dass meine Mutter, als ich 5, 6, 7 Jahre alt war und ich kam aus dem Wald und meine Hose war irgendwo ein Loch drin oder so, dass die furchtbar schrie. Oder wir wurden als Kinder angeschrien, wenn wir das Licht haben brennen lassen, weil das ja Strom, das kostete ja alles Geld und die Armut war so groß. Also Armut kann auch wirklich erdrückend sein. Das kann wirklich, also da ist jede Lebensfreude weg, wenn man wegen irgendeiner Kleinigkeit kritisiert wird oder angegriffen wird. Und da habe ich mir als Kind gesagt, also ich möchte eines Tages mal eine Hose zerreißen können, ohne dass deshalb jetzt die ganze Welt zusammenbricht und jemand in meiner Umgebung schreit und hysterisch wird. Und das war auch sicherlich Grund, um zu sagen, materielle Sicherheit ist schon wichtig. Das darf man nicht ignorieren. Sie hatten einen Herzinfarkt bekommen. Was hat sich in Ihrem Leben danach geändert? War das ein Zeichen für Sie? Ich weiß, Sie haben sehr viel an sich gearbeitet. Sie wollten immer nach vorne. Jetzt fühle ich mich fast überfordert, weil das sind alles Komplexitäten. Aber es war natürlich so, ich bin jetzt nicht vielleicht kein Adonis und ich hatte immer einen kleinen Bauch und bin klein und mir sind schon mit 14 Jahren so die Haare ausgefallen. Also, und die hübschen Mädchen haben immer die anderen bekommen. Und nein, also für mich war beruflicher Erfolg, da wollte ich mich beweisen. Ich wollte zeigen, ich kann auch was, weil ich ja in der Schule überhaupt nicht gut war. Und jetzt habe ich die Frage vergessen. Wie gesagt, ich habe sehr viele Interviews von Ihnen gelesen. Ja. Es war mir wirklich faszinierend, wie Sie Ihr Leben aufgebaut haben. Ja, aber jetzt weiß ich wieder. Aber ich war sehr ehrgeizig und habe viele Drogeriemärkte erst in Deutschland, dann in Polen, Ungarn aufgemacht. Und ich hatte plötzlich so viele Schulden, also dass kein Mensch hier im Raum möchte so viel Schulden haben. Und dann war das auch eine sehr stressige Zeit. Aber später lief es immer besser und dann konnte ich die Schulden abbauen. Und wie kam es zum Schreiben? Aber ich wollte, Sie haben mich auf den Herzinfarkt angesprochen. Ja, ja. Der Herzinfarkt kam eigentlich durch diese vielen Bankschulden und durch die Angst, dass ich als Unternehmer, als Mensch scheitern könnte. Und das hat mich, diese Sorgen, die haben denn, da war ich glaube ich um die 50 Jahre, da habe ich einen Herzinfarkt bekommen. Ja, gut, das kennt auch jeder hier im Raum. Wenn der Stress zu groß wird, dann ist die Gesundheit gefährdet. Wie kam es zum Schreiben? Warum haben Sie angefangen zu schreiben? Ja, die Frage freut mich, Ben. Weil ich war mein ganzes Leben lang ein Bücherfresser, ein Bücherwurm. Ich habe immer ganz viel gelesen. Es war mir immer wichtig, neben dem Beruf, neben dem wirtschaftlichen Erfolg, auch möglichst viel zu lesen. Aktuelle Literatur, aber auch 19. Jahrhundert, Dostojewski, Balzac und Zola und wie die alle heißen. Und dann habe ich vor 3 oder schon 4 Jahren einen Brief bekommen von 2 Autoren, die mir geschrieben haben, jetzt ist das Schlimmste passiert, was nur passieren kann. Ich muss mein Handy ausmachen, weil ich, Entschuldigung, es ist schon aus.
dann haben mir zwei Autoren geschrieben, dass sie gerne eine Biografie von mir schreiben würden. Und die haben das toll gemacht. Die haben mir einen tollen Brief geschrieben. Und dann haben wir uns zum Mittagessen verabredet. Und dann haben wir gemeinsam die Biografie geschrieben. Ich habe erzählt, Teile habe ich selbst geschrieben, aber meistens habe ich erzählt. Und die Biografie war ruckzuck in Deutschland Nummer 1 der Bestsellerliste. Später kam sie auch mit großem Erfolg in Polen raus. Und ich bekam irgendwie Spaß dran, also nicht nur Bücher zu lesen, sondern auch selbst Bücher zu schreiben. Und als dann im Dezember dieser völlig verrückte Traum, das war nicht in einer Nacht, das war 14 Tage lang, wurde ich immer Punkt 4 Uhr so halb wach und dann hatte ich diese Geschichte im Kopf, diese völlig verrückte Geschichte, die ich da geschrieben habe im 9. Arm. Wenn ich sage völlig verrückt, ich habe etwas gedacht, was sich ein normaler Mensch nicht denkt und ich auch nicht, aber ich habe es geträumt. Ich habe geträumt, dass die drei wirtschaftlich oder drei militärisch und zumindest zwei wirtschaftlich stärksten Nationen der Welt statt gegeneinander, mit Misstrauen, miteinander, mit Vertrauen versuchen, diese riesigen ökologischen Probleme auf der Welt zu lösen. Das denkt man nicht, wenn man die jeden Tag hört im Fernsehen und wie die mit Hass und mit Misstrauen sich begegnen. Das denkt man nicht. Aber ich habe es geträumt. Ich habe einfach mal das geträumt. Und wenn ich jetzt die aktuellen Zahlen, letzte Woche kamen neue Zahlen von den Chinesen, also die Chinesen sind nicht mit 28% verantwortlich für die weltweiten Emissionen, sondern sogar mit 31%. Das war eine neue Nachricht letzte Woche. Also alleine diese drei Großmächte verursachen 50% der weltweiten Emissionen. Und unser Engagement ist wichtig. Wir haben auch in Europa schon große Erfolge. Es sind die europäischen Länder, die den CO2-Ausstoß in den letzten 10 Jahren schon deutlich gemindert haben. Aber es gibt im Mauna Loa, das ist ein 4000 Meter hoher Vulkan auf Hawaii, da gibt es eine Messstation seit 1958. Und da hat ein Herr Keeling angefangen, den CO2-Gehalt in der Erdatmosphäre zu messen. Und ich muss das so ausführen, weil das so wichtig ist. Und dieser CO2-Wert in der Erdatmosphäre hat sich trotz der europäischen Erfolge in den letzten Jahren trotzdem kontinuierlich immer weiter erhöht. Und die Antwort ist, also unsere Bundeskanzlerin in Deutschland, die hat jetzt 16 Jahre regiert. Und alleine in diesen 16 Jahren der Angela Merkel in Deutschland hat sich die Weltbevölkerung um über 1 Milliarde erhöht. Und deshalb lege ich so viel Wert drauf. Ich will keine Ein-Kind-Politik. Niemand muss Angst davor haben. Aber ich will in einigen wenigen Ländern oder in einem Erdteil auf der Erde Ein-Kind-Politik, weil es ist nur Afrika und es ist nur Indien und sind einige wenige Länder, wo Frauen immer noch 5 oder in Niger 7 Kinder bekommen. Und das kann wirklich nicht sein, weil jeder Mensch, der zusätzlich auf die Welt kommt, CO2 emittiert, Fleisch isst, auch damit Ursache ist, dass noch mehr tropische Regenwälder abgebrannt oder abgeholzt werden. Jetzt habe ich eine große Antwort gegeben, Entschuldigung, aber ich wollte das gerne mal ein bisschen transparent darstellen. Springen wir noch mal ein bisschen kurz zurück zu Ihrem Traum. Wahrscheinlich schreiben Sie nicht immer ein Buch, worüber Sie träumen. Warum haben Sie gedacht, Sie müssen dieses Buch schreiben über diesen Traum? Haben Sie mit irgendjemandem darüber gesprochen? Ja, ich kenne den ehemaligen deutschen Bundespräsidenten Christian Wulff sehr gut, ein sehr intelligenter Mann. Und ich habe dem Christian erzählt, was ich jetzt geträumt habe seit 14 Tagen. Und da habe ich gesagt, was soll ich machen? Und da hat er mir den Rat gegeben, mit 5 intelligenten Menschen zu sprechen. Und da habe ich gesagt, Christian, kennst du 5 intelligente Menschen? Da sagt er, nein, aber ich kenne einen. Das ist der vom Feuilleton der Zeit, das ist eine Wochenzeitung in Deutschland, die sind die größte. Und den Herrn Adam Soboczynski, mit dem musst du drüber sprechen und noch 4 anderen. Da habe ich mit meiner Frau drüber gesprochen, mit meinen Söhnen. Und dann kannte ich noch jemanden in München, den ich für intelligent halte. Und da habe ich mit 5 intelligenten Menschen gesprochen. Und es war mir klar, ich muss daraus ein Buch machen. Nun hatte ich ja noch nie ein Buch und ich wollte ein Buch machen, was Menschen gerne lesen, was spannend ist, was aufregend ist, wo es auch Action gibt und auch. Aber ich wollte auch ein Buch schreiben, wo ganz viel Wissen vermittelt wird, wo man praktisch lernt, aber nicht lernt, wie ich früher in der Schule, mit Frust, sondern wo man Freude hat,
Neues zu hören, Neues zu entdecken. Und wo man auf der anderen Seite auch teilweise auch sehr humorvoll informiert wird. Das war der Hintergrund. Als Sie entschieden haben, Sie schreiben dieses Buch, wie kam es zustande? Haben Sie viel recherchiert? Wie schnell haben Sie es geschrieben? Ja, also wenn das ging eigentlich ratzfatz in 8 Monaten. Am Anfang habe ich meine dann Freunde gefragt, mit denen ich die Biografie gemacht habe. Dann habe ich rund 10 Rechercheure gebraucht, weil ganz viel Wissen ist. Ich habe ja nicht alles Wissen im Kopf. Ich habe also Fachleute gefragt, die in Teilbereichen ein großes Wissen hatten. Und dann haben wir so angefangen und später haben andere Freunde immer wieder drüber geguckt, auch meine Söhne haben drüber geguckt. Und das ist so, wie ich vorhin sagte, dass ich in der Herde lebe, wie so eine Schafherde bin ich ein Teil. Also alle haben irgendwie geholfen und die haben dann gesagt, ich habe immer denen gegeben, haben immer 30, 40 Leute bekommen. Und die haben gesagt, ja, das ist ja gut, aber man müsste das anders machen und so. Und insofern ist es auch ein Stück nur durch die Gemeinschaft entstanden. Aber ich habe es schon geschrieben. Ne? Warum Oktopus und warum der 9. Arm? Was bedeutet das? Ja, also ich habe viel über den Oktopus auch in Fernsehdokumentationen gesehen. Das sind unfassbar kluge Tiere. Was die alles können, ist unbegreiflich. Und die haben auch ein ganz tiefes Empfinden, haben auch Intuition für Zukunft, Entwicklung. Man weiß das, also die wissen schon, wenn sie irgendwie eingesperrt sind, wann sie was zu fressen bekommen. Die könnten das gar nicht wissen, weil die Tierpfleger die Fresszeiten individuell verändern. Also man hat jede Menge Beobachtungen bei Oktopoden, dass sie vielleicht die klügsten Tiere in der Welt sind. Und da habe ich mir gedacht, dass wir ja nicht nur die Menschen unter der Erderwärmung so unglaublich leiden, sondern auch die ganze Schöpfung. Wir haben es ja erlebt, die 3 Jahre davor, dass es nicht mehr geregnet hat in Europa oder viel zu wenig und dass dann plötzlich das Grundwasser immer mehr absackte. Und es sind ja auch die Tiere, die leiden. Und da habe ich gedacht, ich nehme den Oktopus stellvertretend für die Schöpfung, weil die ja mit ihrer hohen Sensibilität und hohen Klugheit irgendwie auch mitkriegen, dass sich die Meere immer mehr erwärmen und ihre eigenen Lebensbedingungen sich ja bedrohlich verschlechtern. Und deshalb heißt auch das neue Buch, heißt nicht der 9. Arm. Der 9. Arm ist ja nur eine Variante. Sie haben 8 Arme, aber das neue Buch heißt der Zorn des Oktopus. Da auch wieder nur stellvertretend für die ganze Natur. Denn ich glaube nicht, dass wenn wir mit Tieren reden könnten, dass die momentan auf uns gut zu sprechen sind, auf uns Menschen. Warum ist dieses Thema so wichtig für Sie? Ja, weil ich Ben, ich weiß nicht, ob Sie Familie haben, aber ich selbst habe Kinder, ich habe Enkelkinder und ich meine, ich bin doch nicht auf dieser Welt, um diese Welt zu hassen. Ich liebe diese Welt und ich liebe das Menschsein. Und wenn Sie alle überlegen, ob hier auch in Ungarn was an Kultur entstanden ist. Ich habe gerade vorhin noch mal das Buch von Frau Marei geschenkt bekommen. Die Glut, in Deutsch, die Glut, ist es ein Mann, der das geschrieben hat? Mann, Entschuldigung, großer Fehler. Aber ich habe ganz viel davon gehört, von dem Buch, und ich glaube, ich habe es auch schon mal vor langer Zeit gelesen, aber ich vergesse so viel, das ist auch ein bisschen altersbedingt. Ich liebe dieses Leben und ich bin jetzt 75 Jahre, ich habe die Möglichkeit, durch meine finanziellen Möglichkeiten, vielleicht auch, weil viele Leute schreiben gute Bücher, aber ich kann auch Menschen gewinnen durch meine Sprache, und jeder, wir haben es doch hier vorhin gehört, in jeder tut etwas und ich will auch was tun. Was haben Sie noch für Ziele im Leben? Wir haben mit dem Chef in Ungarn schon gesprochen und wir hören immer andere Geschichten. Können Sie wirklich sozusagen zurücktreten und haben Sie immer wieder neue Ziele? Motiviert Sie immer wieder noch irgendwas? Ben, Sie haben vorhin gesagt, dass Zeit etwas ganz Kostbares ist. Und da musste ich ein bisschen schmunzeln, weil ich dachte,
dass ich glaube, ein 20-Jähriger, der hat unendlich viel Zeit, aber ein 75-Jähriger, der auch im Freundeskreis sieht, dass man krank werden kann oder auch krank wird. Also ich habe ja nicht mehr so viel Zeit wie die allermeisten hier im Raum. Ich habe ja nur noch begrenzte Zeit. Und wenn Sie mich nach Zielen fragen, ja, ich bin momentan, also nicht im Jahr 20, als ich das Buch geschrieben habe, aber generell bin ich ein sehr zufriedener Mensch und aber auch ein besorgter Mensch. Und ich möchte noch etwas bewirken. Und was ich bewirken will, das ist, dass ich sage, alles, was wir hier tun in Europa, ist gut und richtig und ist wichtig. Aber wir müssen eigentlich ganz kräftig den großen Politikern auf der Erde, so wie wir das als Europäer können und sollten, in den Hintern treten. Weil ich jetzt nenne ich mal eine Zahl, die unfassbar ist. 2000 Milliarden, nicht Millionen, 2000 Milliarden geben wir jedes Jahr für Rüstung aus. Wie doof ist das denn? Wir sollten doch endlich dieses Geld verwenden, um was gegen die Entwicklung auf der Erde zu tun, gegen die weitere Erderwärmung zu tun. Aber doch nicht, neulich war doch in Deutschland in Medien, da ging es um Atomunterseeboote, 50 Stück mit oder 50 Milliarden sollten die kosten. Ja, wer braucht denn so einen Mist? Das braucht doch kein Mensch. Wir brauchen heute Aktivitäten, um das Klima zu retten. Und deshalb schreibe ich Bücher, um dieses Bewusstsein zu stärken. Und das heißt, es ist zu wenig, dass wir selbst das Richtige tun. Wir müssen auch immer kräftiger und immer auch aggressiver von den großen Staatsleuten einfordern, weltweite Abrüstung und in Ländern, wo es immer noch 5 und 7 Kinder pro Frau gibt, da müssen wir zumindest vorübergehend Ein-Kind-Politik einführen. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit und ich möchte auch, dass die anderen vielleicht noch was fragen. Wenn sie Fragen haben, arra szeretném megkérni akkor a tolmácsokat, hogy jöjjenek ide fel a színpadra. Itt vannak mikrofonok, ha minden igaz valahol, úgyhogy ha valakinek még lenne esetleg kérdése, akkor azt nyugodtan tegye fel, és a tolmácsok pedig lefordítják, és akkor választ kapunk erre. Ha van valakinek kérdése, akkor jelentkezzen készfeltétellel, légy szíves, és akkor kaptok egy mikrofont. Ilyenkor senki nem mer kérdezni általában, ugye az szokott ezen a ponton lenni, de hoppá, igen, tessék. Köszönöm szépen. Én arra lennék kíváncsi elsősorban, hogy a könyvhöz nem csak az ihletet, hanem az információkat honnan sikerült beszerezni, tehát milyen hiteles forrásokat használt. Köszönöm. Ja, ja, ich habe es verstanden. Es ist, die Übersetzung hat geklappt. Ich habe schon vor 30 Jahren in Deutschland, in Hannover, die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung gegründet. Ich bin selbst, also einige Zeitungen in Deutschland haben mich als Afrika-Experten bezeichnet. Das ist vielleicht etwas übertrieben. Aber mir war schon vor 30 Jahren klar, dass das ständige Anwachsen der Weltbevölkerung von diesem Planeten gar nicht mehr verkraftet werden kann. Es geht immer zu Lasten der Schöpfung. Und deshalb habe ich die Stiftung gegründet, weil vor 30 Jahren war es so, wie auch in vielen Ländern immer noch heute, dass viele Paare, viele Familien auf der Welt nicht Familienplanung bewusst machen können, weil es fehlt an Kontrazeptiva, es fehlt an Kondomen, es fehlt an der Spirale, es fehlt an der Pille. Und ich wollte einfach, dass die ärmsten Länder der Welt, vor allen Dingen in Afrika, Frauen die Möglichkeit haben, selbst zu bestimmen, ob sie 1, 2 oder 3 Kinder bekommen, aber nicht jedes Jahr automatisch ein Kind bekommen, das dann in Armut und in unvorstellbar furchtbaren Verhältnissen aufwächst. Also ich bin Teil der Geschichte. Die erste Frage ist also mein Leben. Ich lebe schon seit Jahrzehnten in dem Thema Bevölkerungsentwicklung und ökologischer Problematik. Ich habe natürlich auch viel gelesen und ich hatte jetzt speziell bei dem Buch auch noch Fachleute, die mich unterstützt haben. Oda is szeretnénk kérni akkor egy mikrofont. Még egyszer felteszed, kérlek, a kezedben nem láttad. Ott nézd csak ott. Azt szeretném kérdezni, hogy hisz-e Istenben, illetve hogyha igen, akkor milyen a kapcsolata, illetve a könyv megírásával kapcsolatban milyen gondolatai voltak? Ich bin Atheist.
aber ein sehr gläubiger Atheist. Das klingt jetzt komisch, weil ja, ich habe auch Ehrfurcht vor dem Leben und ich weiß auch nicht alles und ich glaube auch nicht nur, dass die Wissenschaft alles weiß, aber diese Art von, welche Religion, dieses darauf Vertrauen, dass es eine fremde Macht gibt, die das alles ordnet, ich denke, wir Menschen selbst stehen in der Verantwortung und selbst wenn es einen Gott gäbe, haben wir die Verantwortung, alles zu tun, um die Natur wieder in Ordnung zu bringen. Vannak esetleg még kérdések? Banka. Jó napot kívánok! Azt szeretném megkérdezni, hogy egy ekkora cég tulajdonosaként, alapítójaként ugyan már átadta a fiának a vezetést, azért bemegyünk egy rossz momba, irdatlan mennyiségű műanyag csomagolással találkozunk. Ez ellen mondjuk mennyit változott az elmúlt évtizedekben, vagy mennyit céloznak még tenni ennek érdekében? Wir sind in einem ständigen Prozess. Wir haben unendlich viel getan. Ich weiß nicht, wie es in Ungarn ist, aber wir haben in Deutschland im Netz, ich glaube, es sind 50 Seiten, wo wir auflisten, was wir alles getan haben. Ich will nur mal Beispiele geben. Wir produzieren ja auch selbst Produkte, die Eigenmarken. Die meisten Eigenmarken, die wir haben, sind frei von Mikroplastik. Ist ja auch ein großes Problem für die Meere. Dann wir setzen immer mehr Rezyklate ein, um Plastik wiederzuverwenden. Man muss Plastik nicht unbedingt verteufeln. Wenn man zu Hause einen Plastikeimer hat, den man seit 10 Jahren verwendet, der ist nicht das Problem. Das Problem ist Plastik, was immer nur wieder, also einmal verwandt wird und dann in die Mülltonne und so. Das ist das große Problem. Das heißt, wir setzen Rezyklate ein, damit wir neue Produkte schaffen können, die aus Altplastik, mit Altplastik hervorgehen. Wir haben, vorhin war das Stichwort Plastiktüten. Wir hatten in Deutschland bis vor 3 Jahren, konnte jeder Kunde so kleine Plastiktüten mitnehmen und kostenlos. Und eines Tages haben wir gesagt, geht nicht mehr, machen wir nicht mehr. Wir schalten immer mehr um auf andere Stofftaschen. Vor allen Dingen, was vielleicht das Wichtigste war, aber nicht nur bei Rossmann, im gesamten deutschen Handel in Deutschland, ich schätze auch in Ungarn, haben wir diese Verpackung reduziert. Ich kann mich erinnern, früher ein Stück Seife, dann war erst der Karton drumherum und dann kam nochmal so eine Zellophan und dann kam die Seife. Also ich denke, wir haben schon viel getan. Wir sehen ja auch in Deutschland, Frankreich, Ungarn, dass die CO2-Emissionen ganz stark rückläufig sind. Aber solange die Weltbevölkerung wächst und andere Länder überhaupt nicht ihre Kohlekraftwerke abstellen oder reduzieren, deshalb sind wir trotzdem auf dem richtigen Weg. Also wir werden noch viel mehr tun, das ist so. Úgy látom, hogy akkor nincs több kérdés. Akkor nagyon szépen köszönjük, vielen Dank. Das war, jetzt habe ich gerade... Alles gut? Alles gut. Egy nagy tapsot szeretnék kérni. Danke schön. Ach, vielen Dank, dass Sie Zeit für uns genommen haben. So, jetzt.